herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir haben ein weiteres spannendes und sehr, sehr technisches Showcase für euch. Ist für uns auch ein bisschen Neuland, aber es spielt bei Star Citizen eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar geht es um die Server und die Instanzen und wie die alle miteinander kommunizieren und wie Christopher es schaffen will, dass wir alle mit Tausenden von Spielern parallel in seinem Verse umher tingeln. Absolut. Bevor wir anfangen, wir müssen noch einen kleinen Shoutout an einen von unseren Viewern machen, der uns wirklich auch nochmal auf die Idee gebracht hat. Der hat ein ganz tolles Video schon mal dazu gemacht. Das ist Sync Gaming. Hallo da draußen und schaut mal bei ihm rein. Er erklärt es auf eine andere Weise, aber er erklärt es auch sehr, sehr gut. Und das hat uns die Inspiration gegeben und damit wollen wir gleich loslegen. Ja, Star Citizen wird extrem ambitioniert als MMO. Da müssen tausende Spieler miteinander verbunden werden gleichzeitig. Es sind hunderte Spieler unter Umständen vor einem Ort. Es sind Multicrew-Schiffe, Großkampfschiffe. Wir haben Landezonen mit lauter Raumschiffen. Das ganze Geraffel, was die Leute mit sich rumführen, genau. Womit sie ihre Hangar zumüllen oder was sie in ihre Kabinen stellen. Der Munitionsstand, ja. Der Treibstoff, die Version des Schiffes, die Farbe des Schiffes. Also der ganze Rotz muss mit, ja. Und der muss neben all den anderen Spielern parallel existieren. Ja, und es muss perfekt synchron sein mit allem anderen. Das heißt Client, Server, NPCs, Webanwendungen, jetzt das App, die Apps, das Spectrum muss noch mit dazu kommen. Muss auch noch mit reingezwängt genau, werden. Genau, kommt auch noch mit dazu. Das alles muss eben live und so direkt mit uns verbunden werden, dass wir das Gefühl haben, wir haben keine Ladebildschirme, wir haben keine Serverwechsel, all das soll passieren. Und jetzt zeigen wir euch, wie Star Citizen und Cloud Imperium Games sich das vorgestellt haben und beginnen erstmal mit der großen Mutter des Ganzen und das ist der Universe Server. Die Mutter aller Server. Ja. Dieser Server ist tatsächlich dafür da, er speichert alles, er weiß sozusagen alles an Daten, die hin und her fließen. Das heißt, wer mit welchem Schiff fliegt, welche Ausrüstung er mitführt, welchen Creditstand er hat, also auch die Kontodaten werden mitgeführt da drin. Dann auf welcher Mission oder bei welcher Mission, in welcher Mission er sich befindet, muss es heißen. Die Kontakte, die er hat, die Reputation, die er hat und den Versicherungsstand seiner Police. So ist es. Da laufen also, das sind nur Beispiele, also es ist noch viel mehr dahinter, aber da laufen alle Informationen auf diesem Universe-Server zusammen und nicht nur sammelt er diese Informationen, sondern er regelt auch Sachen von sich aus. Das heißt, er regelt zum Beispiel NPC- und Game-Master-Eingriffe. Kommen wir gleich nochmal zu so NPC-Events, die es gibt. Er regelt die Märkte darauf hin, die Kurse, die für Ressourcen, die Ein- und Verkaufskurse von Gütern. Diesen ganzen Bedarf regelt auch der Universe-Server, denn diese Daten bekommt er quasi ja von euch gesendet und er regelt auch den Ingame-Datentransfer zwischen Sternensystemen. Also wenn man Daten von einem Ort Stanton zum Beispiel dann nach Terra schicken möchte oder ähnliches. Also wenn ich die Devisenspekulation machen möchte, dann muss ich mich eigentlich in diesen Server reinhacken, um dann halt in Echtzeit alle Kurse im gesamten Verse zu bekommen und dann würde ich alles wissen. Viel Glück. Das wird sehr, sehr schwierig sein, denn das ist tatsächlich das Herz der ganzen Streaming-Anlage. Denn von da aus kann man sagen, es geht eigentlich in ein weit verstrecktes Servernetzwerk aus lokalen Servern und alles zusammen bezeichnen die Developer dann als sogenannten Hive-Mind, als Schwarmbewusstsein oder Schwarmgedächtnis, gelenkt eben von diesem Universe-Server. Und das ist die große, große Cloud, ja. Wo dann die Interaktionen tatsächlich stattfinden werden und in diese Cloud unterteilen sich dann die einzelnen Räume des Spiels. Ja. Also Räume müssen wir uns jetzt vorstellen im Sinne von Port Ulysar, von Grimhex, von Crusader als Planet. Genau. Also nicht das ganze System ist einer, sondern die ganzen kleinen Teilbereiche, die stellen dann auf diesen Servern eigene kleine lokale Server in der Cloud dar. Richtig. Und da wird es dann wirklich interessant, denn die sind nicht nur in ihrer Reichweite begrenzt, diese lokalen Server, sondern auch in der Anzahl der Schiffe, die sie tragen können. Ganz wohlgemerkt, Schiffe, nicht Spieler. Denn nach aktuellen Angaben soll jeder dieser lokalen Cloud-Server zwischen 80 und 100 Schiffen fassen sollen. Warum rechnen sie jetzt in Schiffe? Tja, weil für den lokalen Server und erstmal auch dann für den Universe-Server sind erstmal nur Schiffe relevant. Nämlich, wenn man im weiten Weltraum eine andere Carrack sieht, die einem entgegenfliegt, dann ist es dem Server erstmal egal und euch selbst auch. Was macht der Bordmechaniker da? Warum ist Weezen gerade wieder auf der Toilette? Und überhaupt ist die Merlin hinten angedockt. Wollen wir erstmal gar nicht wissen, sondern erst wenn ihr näher rankommt, werden diese Interaktionen direkter geschaltet. Und darum werden erstmal nur Schiffe gezählt und darum gibt es auch nur ein Schiffslimit. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass das Hive sozusagen oder das Gesamtgedächtnis, der Universe-Server weiß ja die ganze Zeit, wer was mit sich worum
führt und wer wessen Besitzverhältnisse sozusagen da miteinander zusammenhängen. Richtig. Und wenn wir dann zu der richtigen lokalen Interaktion kommen, das heißt, wir haben das Beispiel unserer Charaktere, die aufeinander zufliegen und jetzt haben wir leider den Unfall, dass es hier sich um Piraten handelt. Das heißt, wir haben jetzt einen Boarding-Einsatz von der Carrick zu einem anderen Schiff und dann regeln das die lokalen Server erstmal untereinander. Das heißt, der Austausch für den Boarding-Einsatz kann aber auch einfach der Warentransfer sein oder wenn ich dir meine Ophelia-Wein-Gewächshauspflanze hier in deine Kajüte stecke. All das wird lokal geregelt und dann, wenn es abgeschlossen ist, dann wird der Universe-Server informiert. Dann kommt die Information nach oben und da wird sie abgelegt und damit ist sie dann gesichert und kann dann wieder auch auf weitere untergeordnete Server übertragen werden. Ja. Und so funktioniert auch der Serverwechsel, dass man im Grunde genommen, wenn ich jetzt mit dem Schiff starte, losfliege, das wäre jetzt Crusader, auf Crusader starte, nach Port Olisar fliege, ist es so, dass diese Daten dann über den Universe-Server auf den nächsten übertragen werden, lückenlos. Genau, das nämlich auch wirklich live gestreamt, sodass ihr, wenn ihr diesen Server wächst, diesen lokalen Server, erstmal wusstet ihr gar nicht, dass ihr auf dem drauf seid und zweitens merkt ihr dann auch gar nicht, dass ihr ihn wechselt, weil das alles direkt live sozusagen abgeglichen werden wird. Ja. Und da wir ja quasi einen Server weiterschauen können, also oder einen Ort weiterschauen können, sehen wir ja auch, da ist ja jetzt ja nicht eine Wand, auf die wir zufliegen und dann wupps, sind wir hinter der Wand, sondern dahinter ist ja die andere, von dem anderen lokalen Server ist ja die andere, die Instanz, der falsche Begriff, Vorsicht, aber der andere Raum ist gespiegelt, das heißt, wir können dann wirklich durchfliegen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir passieren jetzt eine Servergrenze. Genau, und das ist eigentlich der wirkliche Clou, nämlich jeder einzelne lokale Server kann in die genau umliegenden Server von ihm reinblicken, das heißt, in unserem sehr laienhaften Beispiel. Crusader als Planet sieht also Port Olisar, sieht auch Grimhex, sieht seine Monde dieser ganzen eigenen lokalen Server. Was man aber auf Port Olisar oder auf Crusader zum Beispiel nicht sehen kann, ist, was geht gerade auf Arcorp in der Area 18 ab. Aber das muss man auch wirklich nicht sehen, weil die Distanzen, also wer jetzt schon mal sich verfahren hat, sage ich jetzt mal, in Crusader, der weiß schon, wie riesig diese Distanzen zwischen alleine zwei Comrades sind. Ja? Ja. Und na gut, ich meine, sag mal so, wenn jetzt CIG auf die Idee kommt, vielleicht ein Radioteleskop zu entwickeln, dann sollten sie sich vielleicht anfangen, Gedanken zu machen. Aber die Frage ist, brauchen wir das im Spiel? Und die Sache ist, für so einen Fall gibt es immer noch den Universe-Server, der diese Daten dann kurzzeitig spiegeln kann, weil er kennt, er weiß immer, was überall passiert. Stimmt, das kann man auch wieder darstellen. Also es ist darstellbar, aber es ist eben nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, ihr habt genau eure Umgebung und vielleicht noch den angrenzenden lokalen Server und von da aus geht's dann. Und dann gibt's noch den letzten Clou, nämlich, dass die lokalen Server, wie gesagt, Befehle empfangen können vom Universe-Server. Game Master können da zum Beispiel Kometen durchs Planetensystem schicken oder es gibt Hunger, Nöte, Mangelwirtschaft, weil bestimmte Ressourcen eben nicht geliefert wurden, so wie sie sein sollten. Und das bestimmt dann der Universe-Server und sagt dann, so, ihr habt den nicht mit Getreide ausgestattet, die Leute hungern jetzt. Und ich schätze jetzt mal, also ich mache jetzt mal so ein kleines Beispiel. Mhm. Ich hoffe, ich überfordere dich jetzt nicht damit, weil er ist jetzt gerade unser jetziger Experte dafür. Wenn ich jetzt ganz viele Waren kaufen würde, auf dem Planeten, und da nimmt jetzt der Bestand an Raketen ab, dann würde doch über den Universe-Server dann der Befehl losgehen, aus einer anderen Instanz oder in diesen Raum rein, dass man jetzt noch neue Aufträge rausgibt, neue Missionen über NPCs gesteuert. Das würde dann quasi vom Universe-Server wieder zurückgehen als Nachricht. So ist es, genau. Dazu müsst ihr aber wirklich auch bedenken, dass die NPCs 90% dieses Weltraums ausmachen werden. Das heißt, großteilig, 90% von den Marktaktivitäten werden durch NPCs veranlasst. Auch wenn man sich jetzt denkt, ja, weißt du was, dann mache ich den Universe-Server fertig, indem ich hier alles wegziehe und dann will er ganz viel Bedarf haben und dann verkaufe ich alles wieder an dieses System. Wird nicht ganz funktionieren, weil ihr einfach nicht die Masse dafür aufbringen könnt, um wirklich den Markt hundertprozentig zu beeinflussen. Es wird allerdings wirklich Einschläge geben, zum Beispiel bei bestimmten Luxusprodukten, das haben sie auch gesagt. Die werden dann zum Beispiel plötzlich reitet irgendjemand die NPCs und dann fangen die halt an, irgendwelche Luxusgüter zu kaufen und die sind dann plötzlich im gesamten Verse weg. Ja, das kann durchaus sein. Jetzt haben wir aber noch ein Problem an der ganzen Geschichte und zwar, wir wissen also, das Cloud-Netzwerk hat lokale Server und der Universe-Server steuert alles, aber was passiert denn, wenn jetzt mehr als 80 bis 100 Schiffe in so einen lokalen Server gehen? Nehmen wir mal das Beispiel an, ein Game Master denkt sich aus, ach komm, hier ist gerade Jahresfeier auf Crusader, hier gibt es ein großes Event und hunderte Spieler wollen auf Crusader auf diesen Planet. Was machen wir dann? Na, da ist es im Grunde genommen so, dass tatsächlich, man hat ja diesen Bereich dann jetzt
ja, Port Ulysar beispielsweise, mhm, wo diese ganzen Schiffe sind, der kommuniziert mit dem Universe-Server, da kommt jetzt ein Spieler zu viel hinzu und dann würde der Universe-Server sozusagen, ja, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, mhm, der würde sozusagen diesen Bereich von Port Ulysar einmal kopieren, ja, oder mhm, spiegeln sozusagen und würde daraus eine neue Instanz erstellen und die wird quasi über die andere gelegt. Ja. Ist jetzt so ein bisschen sinnbildlich gesprochen. Ja. Und wenn ich dann als quasi der 101. Spieler oder als der 100. Spieler dann herumlaufe, ja, wird mir alles in einer weiteren Instanz genauso dargestellt, wie es in der anderen vorgefallen ist. Natürlich nur in meinem Sichtspektrum. So ist es. Genau. Wichtig ist nur, der Universe-Server gibt den Befehl raus, aber der lokale Server, der kopiert diese Instanz. Also der eröffnet dann diese Instanz. Und der Witz ist, dass lokale Server dann, Cloud-Streaming-Server, können mehrere Instanzen übereinander schichten und jede Instanz kann mit der anderen interagieren, immer mit der nächstgelegenen und sogar mit den nächstgelegenen anderen Instanzen der umliegenden Server, sodass ich sehen kann, was in den anderen Instanzen passiert. Ich glaube, man darf sich das halt nicht räumlich vorstellen, dass, ja, eine neue Instanz daneben aufploppt, sondern die ploppt quasi gleich verortet auf. Ja. Also man könnte vielleicht, das ist jetzt ein bisschen gewagt von mir, aber vielleicht so ein bisschen von Augmented sprechen. Ja, ja, richtig, überlagert. Genau. Oder wie sie es nennen dann bei Cloud Imperium, ist eine andere Dimension. Du hast quasi eine andere Dimension, in der du bist. Ich bin in einer, du bist in einer, wir können trotzdem miteinander interagieren, aber eigentlich von der reinen Architektur her sind wir voneinander getrennt. Das ist eben nur nicht merkbar für den Spieler. Kommunizieren diese beiden dann direkt miteinander oder? Na gut, es geht auch wieder über Dreieck. Beides, genau, ist möglich. Genau, es ist über Dreieck, beides ist möglich. Grundsätzlich erstmal, wenn wir jetzt miteinander interagieren, zwischen uns beiden ist es lokal und dann geht die Nachricht nach oben in den Universe-Server, damit der Bescheid weiß. Hat zwei auf die Fresse gehauen. Sozusagen. Zack, gespeichert. Ja. Genau. Reputation. Weg. Gut, so funktioniert es aber. Aber dadurch, dass die eben diese einzelnen lokalen Server eigene Instanzen noch eröffnen können und eine gewisse Menge davon, erweitert sich auf einmal auch das Schiffslimit. Denn damit erlaubt es uns eben, dass zum Beispiel ein Server, der drei Instanzen eröffnet, hat auf einmal schon in diesem einen Ort 300 Schiffe. Und in der Umgebung, ja, sind ja nochmal entsprechende Instanzen offen und möglich zu eröffnen. Das heißt, die werden dynamisch erstellt und wieder eingestampft, wenn man sie nicht mehr braucht. Was zum jetzigen Zeitpunkt aktuell zu einer Hochrechnung kommt, dass es möglich wäre, theoretisch bei Star Citizen, zwischen 1000 und 2000 Schiffen gleichzeitig an einem Ort darzustellen. Oh mein Gott. Also es ist für uns im jetzigen Zeitpunkt tatsächlich auch ein bisschen schwer vorzustellen, ja, wer so die Probleme kennt. Denn die ganze Architektur, die wir heute erleben, ist noch gar nicht damit vergleichbar. Ja. Das Ganze ist erst, ja, mit 3.0 in Ansätzen, ja, wird das Ganze erst hergestellt. Das heißt, das, was wir heute erleben, die Probleme, die haben damit überhaupt nichts zu tun, ja, die sind noch gar nicht bearbeitet. Tatsächlich aber, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, von dieser Strategie, dass man sagt, okay, man hat den Universe-Server, der sichert das gesamte Wissen ab, der kommuniziert, der erstellt, die erstellen Server. Man hat dieses quasi Netzwerk oder dieses Knotengeflecht, wo die Kommunikation in alle Ebenen möglich ist, kann man sich das ganz gut vorstellen, dass wirklich mit dieser breiten Abdeckung das dann mal funktioniert ohne große, sag ich mal, Lecks oder ohne große Zeitverluste. So ist es. Es ist nichtsdestotrotz sehr ambitioniert. Es ist absolutes Neuland in Bezug auf die Gaming-Branche. Es gibt zwar Spiele, die auch cloud-basiert so als MMO operieren, aber nicht in diesem Ausmaß, nicht in dieser Detailtreue, nicht mit diesen Millionen von Daten, die da live ausgetauscht werden müssen. Deshalb können wir nur sagen, wir sind wahnsinnig gespannt darauf, wie das aussieht, ob es überhaupt funktioniert. Also wenn die 1.0 vom Star Network, so heißt das Ganze übrigens jetzt dann kommt mit der Alpha 3.0, werden wir mit vielen Fehlern rechnen. Ich glaube, wir werden viel damit rechnen können, dass irgendwelche Leute irgendwo anders dargestellt werden, weg sind oder die eigenen Sachen fehlen, was auch immer. Es können noch viele Fehler passieren, aber so soll es gemacht werden. Und wenn das System funktioniert, dann wird es sicherlich die Möglichkeit geben, wirklich viele Leute an einen Platz zu bringen. Und das wäre ja das Ziel mit großen Sternenschlachten, weil, ja, gerade das ist ja auch Chris Hobbard sehr, ja, wichtig, dass es wirklich Schlachten gibt, vergleichbar jetzt so vielleicht mit Wing Commander, Zweiter Weltkrieg und solche Geschichten. Ja. Und halt nicht, man ist irgendwie Milliarden von Kilometern entfernt, dann saust man aufeinander zu, schießt ein bisschen kurz und ist wieder weg. So ist es, ganz klar. Also das war jetzt unser Überblick zum gesamten Server- und Instanzennetzwerk, wie es funktionieren soll bei Star Citizen. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir vielleicht noch in unserer Unwissenheit irgendwas falsch gemacht haben, was falsch erzählt haben, ob ihr noch
Ergänzungen habt oder ob ihr Fragen dazu zu dem Thema nochmal habt. Wie gesagt, schaut auch nochmal bei Sync Gaming rein, der hat ein sehr schönes Video auch dazu gemacht. Ansonsten abonniert diesen Channel, wenn er euch gefällt und wenn ihr mehr Infos zu Star Citizen haben wollt. Liked oder disliked die Episode, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unsere Patreon-Seite, da würden wir uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. Wiesen und Sawyer sagen 3, 2, 1, see you on the flight deck!